Beim letzten Mal musste ich leider den Part schnell beenden. Ja, ich hoffe, da war der jetzt erst so enttäuscht. Ja, aber jetzt machen wir weiter. Wir haben jetzt einen Schlüssel und ich glaube, mit dem Schlüssel kommen wir hier. Ich glaube, mit dem Schlüssel kommen wir hier rein. So. Wir sind übrigens auch immer noch auf der Suche nach dem letzten Illusionsobjekt. Das sei nur schon mal dazu gesagt. So, hier ist ein Tresor. Da fehlt aber noch was. Lebensübertragung. Okay. Da fehlt wohl auch was. Maple Creek Morde enthüllt. Ein Sterblicher hat HTN überlistet. Zahllose Leichen wurden im Rahmen von Ermittlungen zum Verschwinden eines Mädchens zufällig von einem Polizisten freigelegt. Die Behörden haben ein Foto und eine Fahndungsschreibung zum Prediger der Stadt veröffentlicht. Der Mann gilt als bewaffnet und extrem gefährlich. Prediger, du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Ich sehe dich. Okay. Leichtes Notrufsfeeling. Interessante Beobachtung. Das Baumharz kristallisiert sofort nach Ablösen vom Baum. Theoretisch könnte es als tragbare Energiequelle genutzt werden. Das Material ist enorm hart. Dekristallisierung nur durch Applikation einer Säure mit hoher Dichte möglich. Polizeibehörde des Staates Vermont. Person von Interesse. Name Richard Hamilton. Aktenzeichen 85349785. Beruf Privatdetektiv. Geburtsdatum 21. Mai 52. Vorwurf für Diebstahl der Tatwaffe im Maple Creek Fall. Sollte er die haben, muss ich ihn finden. Er Hamilton 1980 im Maple Creek verschwunden, taucht dort im Jahr 2011 im Rahmen eines Kultmordfalls wieder auf. Aus unbekannten Gründen stahl er die Tatwaffe und wird nun polizeilich gesucht. Okay, ich kann ihn nicht herausfinden. Der Kristall ist in dem Emblem eingewachsen. Okay, dafür brauchen wir eine UV-Lampe. So, das ist der Tresor. Ja, da kommen wir hier allgemein noch nicht weiter. Warte. Hier einmal hin. The great hunt has begun. The one who had the weapon had the advantage over others and immediately became the first aggressor. However, bearing the artifact of desire, he would also become the most hunted prey. Gut. Jetzt ist die Frage. Wo muss ich hin? Mal. Okay, da hätten wir zumindest mal eins. Da habe ich aber immer noch diese Zange. Ja. Okay, also es ist immer noch irgendwas hier. Frage ist jetzt halt einfach wo.
Okay, man sollte auf jeden Fall irgendwas machen. Nur was? Was? In Gottes Namen. Ja. Ah, okay. Säure. Okay. Der Rabe erweist Meister Asmodai seine Ehrerbietung. Gelebene Opfer sollen endlos sein Meister sein. Die Küste in der Schlüssel in den das Schlüssel in den Titan, okay. So it is all about demonic rituals. I've seen something like this before. 2 years ago, in Maple Creek. Demonic rituals. According to the story I've been telling you, this shouldn't come as a surprise. It doesn't, but the way it works does. Makes my flesh crawl. The roots are used to suck the life from the victims. It feeds the heart of the demon's imposter, who originates from the tree, the roots to be precise. The depleted corpses are left in the dark underground to rot. The whole area is warped and corrupted by evil. Twisted roots cover the land, obeying the will of their master. Like heartbroken, helpless witnesses, their once pure owners, the trees, are now dying, joining the victims in oblivion. I have to end this, by any means necessary. I will help you, Detective, as soon as I am set free. You have my word. Okay. According to this sketch, underneath the tree, there's some kind of ritual chamber. Wait. That place where I saw Becky's parents, the roots were growing wild. And there's a door at the bottom of the giant redwood. According to the sketch, there should be a passage that leads down to the chamber. This just might be the place we're searching for. So, the obvious conclusion is to find a way to open the gate. Okay. So, dann haben wir jetzt hier noch einmal die Lampe. Da brauchen wir sie aber nicht. Ich glaube, hier brauchen wir sie. So. Zerrissene Seiten haben wir jetzt auch.
Passe alle Fetzen richtig an und setze so die Seite korrekt zusammen. Tippe auf einen Fetzen und dreh ihn. Zieh ein Teil, um es zu verschieben. So. Okay. Kommt das da rein? Kommt da rein. Bis dahin. Dahin. Okay, und wir haben's. So, dazu fehlt aber noch ein Teil. Und okay. Einmal. Zweimal. Einmal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Oh yeah. So. Only one thing left to do. Find the rest of the pieces to the safe key. I bet they're somewhere inside the mansion. Okay. Es ist halt immer noch die Frage, wo so das letzte Ding einfach abgeblieben ist. Ein einziges fehlt. Eins. Okay.
Ich hätte halt die Hoffnung, dass es hier irgendwo ist. Das letzte Illusionsobjekt. Ich sehe halt nichts. Ah, hier. Okay. Da. Oh Gottchen. Nee, hier. Nee, das war der Finger. Finger. So, jetzt läuft's aber. Tada! Meisterprüfer. So, jetzt haben wir das Tresorteil. Jo. So. Weiß der Straftat. Ganz letzte Stückchen. Jetzt ist hier alles fertig. All in the name of a demon. Whitmarsh has killed so many people. The more victims Whitmarsh sacrifices, the more powerful he becomes, together with his master. According to what you deduced from the evidence, the heart in the demon's imposter is the key that activates his terrible machine of death. As it collects the lives of its victims, it is bound to Whitmarsh himself. Gut. Und wir haben ja hier noch zwei Teile. Die setzen wir erstmal ein. Some of the worshippers would work alone. Others would temporarily join forces. Some would prefer to seek shelter and wait. Others kept seeking and hunting. Decades and centuries passed. And through murder, treason, and death, the ritual weapon would pass from hand to hand. With each new worshipper slain, Asmodai was closer and closer to achieving his goal. For the fading life force of each victim would be transferred, making the Slayer grow in power and preparing the host for the true master to be reborn. The time has finally come.
when of the 12 dark spirits of old, only one remained. His name was the Raven. The Raven, Whitmarsh's true name as a Reaper, the last one. Does this mean that... Soon he will become Asmodai himself. If the demon returns, there will be no way to stop him this time. The power of the Reapers is no match for that of their master. We have to act quickly. There is only one more relief piece to be found. You know what to do. Oh ja, das weiß ich. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ciao! It's been 2 years since the events of Maple Creek, and I'm still on the hunt for the creature. So far, he stayed one step ahead. But I have a lead.